Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute gibt es das Buch Kein Kuss unter dieser Nummer von Sophie Kinsella. Das Buch hat 475 Seiten, kostet 9,99 Euro und ist im Goldmann Verlag erschienen. Ja, in diesem Buch geht es um Poppy. Poppy ist ein eigentlich glückliches Mädchen oder junge Frau. Sie hat einen tollen Job, einen Traummann, sie hat einen ganz tollen Polly hat auch einen ganz tollen Mann und eigentlich ein glückliches Leben, bis an diesem Tag, als sie ihren Verlobungsring verliert. Ab diesem Tag läuft alles schief, was schief laufen kann. Sie verliert ihr Handy, beziehungsweise es wird ihr geklaut. Sie findet aber Gott sei Dank ein Smartphone, ein weggeworfenes, in einem Mülleimer und sie denkt sich, was weggeworfen ist, gehört der Allgemeinheit, also nimmt sich sie sich dieses Smartphone. Dass aber mit diesem Smartphone noch eine ganz andere Geschichte in ihr Leben tritt, das hatte sie natürlich nicht glauben können. Und so nimmt er das Unglück ja seinen Lauf und sie mischt sich in Dinge ein, die sie nicht angehen, bringt das Leben eines armen Menschen gehörig außer Kontrolle und ihr eigenes noch mit dazu. Ja, das ist der Roman in Kurzbeschreibung. Ich möchte gar nicht so sehr viel dazu sagen. Jeder, der Sophie Kinsella kennt, jeder, der weiß, wie ihre Bücher sind, der wird dieses Buch lieben. Es ist typisch Chicklit, es ist typisch Sophie Kinsella, ihre typischen ja, Protagonisten, die einfach ein bisschen verplant sind, ein bisschen durcheinander sind, ein bisschen ja, einfach Chaos produzieren, ist einfach ganz klassisch für Sophie Kinsella. Ich hatte wirklich ganz großen Spaß an diesem Buch. Ich habe schon ganz lange nichts mehr von Sophie Kinsella gelesen. Das letzte war Charleston Girl, aber das habe ich abgebrochen. Das hat mir nicht gefallen. Kein Kuss unter dieser Nummer fand ich dafür wieder grandios toll. Es hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Und ich kann gar nicht so sehr viel dazu sagen. Poppy ist ein wahnsinnig nettes, total niedliches Mädchen oder junge Frau. Sie tat mir in so vielen Momenten leid. Es ist zum Schießen komisch, was sie eigentlich alles erlebt und ja, wie sie dieses Chaos um und mit diesem Smartphone meistert und alles. Es ist einfach göttlich zu lesen. Es liest sich auch wahnsinnig schnell weg. Man wirklich noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Man will einfach wissen, wie es mit Poppy weitergeht. Das Einzige, was mich an diesem Buch gestört hat und da kann ich einfach auch nicht wirklich was Positives abgewinnen. Es tut mir leid. Das Buch selber, wenn man diese Tatsache außer Acht lässt, ist klasse. Aber was mich wahnsinnig gestört hat, ist, dass dieses Buch aus ja, Fußnoten lebt, sozusagen. Also wenn jetzt hier ein Text ist, dann ist hinter diesem Text, hinter dem Wort eine Nummer und du musst quasi hier unten in den Fußnoten lesen, was sie damit meinen. Und das stört den Lesefluss ungemein. Also ich habe irgendwann tatsächlich aufgegeben, die Fußnoten zu lesen, weil es mich einfach in meinem Fluss so durcheinander gebracht hat, dass ich es einfach gesagt habe, entweder ich breche das Buch ab, obwohl es mir gut gefällt, aber dieses Fußnotenlesen hat mich wahnsinnig gestört, oder ich überfliege einfach diese Fußnoten und lese sie nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass ich nicht viel verpasst habe, ein paar habe ich mal immer wieder gelesen. Es sind eigentlich immer nur so Anmerkungen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich wahnsinnig wichtig sind, aber das ist wirklich so die einzige Tatsache, die ich negativ an diesem Buch fand, sind diese Fußnoten, weil sie überlagern wirklich, es wird zur Mitte, zum Ende hin ein bisschen besser, anfangs sind ganz viele Fußnoten, zur Ende, Mitte, Ende hin wird es ein bisschen besser damit, aber die haben mich wirklich gestört, das muss ich sagen, ich habe sie einfach nicht mehr gelesen und dann konnte ich das Buch auch in einem Rutsch total super klasse durchlesen, aber als ich die Fußnoten noch mitgelesen habe, hat mich das einfach wahnsinnig in meinem Lesefluss gestört und deswegen habe ich sie ja, ignoriert. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt. Wenn ja, könnt ihr mir gerne sagen, wie es euch gefallen hat, ob ihr Sophie Kinsella mögt oder ob ihr schon Bücher von ihr gelesen habt.